Und mit einem wundervollen begrüßen wir euch zurück bei Stardew Valley. Mir. So. Heute wurde es heute nicht. Oh, ich habe wieder Blumenkohltag, Junge, Blumenkohltag. Blumenkohltag? Wie jetzt? Blumenkohltag. Was? Hat er schon alles weggekrabbelt hier? Heilig. Okay. Na gut. Mario! Ich habe eine Bitte. Ich brauche frischen Blumenkohl für ein Rezept, das ich ausprobieren will. Könntest du mir einbringen? Jody! Schmeiß sofort den Blumenkohl her. Den Blumenkohl ran. Guck in deine Taschen, oh, Junge. Ich hab den ja schon gegeben. Wer ist denn Jody? Jody? Das ist, glaube ich, die Frau, die hier bei uns arbeitet, gerade auf dem Hof. Ey, warte mal, ist das Silo fertig? Das Silo ist fertig, Junge. Ich habe einen riesen Schornstein hinten dran. Gieß erstmal, gieß, Junge. Gieß um dein Leben. Was kann das Schönes geben? Gieß um dein Leben. Sollen wir vielleicht noch irgendwas kaufen, so Pastinaken oder so zum Anbauen? Ne, warte mal, wir haben glaube ich noch... Nö, ich habe eine Bitte für dich. Ich brauche frische Blumenkohl. Ne, haben wir nicht. So, ein bisschen hier Gras und so. Alter. Aber nimm deine Sense dafür, ne? Ach so, warte. Ich komme wieder zurück. Warte auf mich, nicht ohne mich anfangen. Ja, ich warte auf dich. Da können wir einmal radikal durchsensen, Junge. Radikal. Abgesenzt. Radikal. Radikal. So, mein Freund, los geht's, oder was? Ja. Hoi. Lass mal hier den Streifen in der Mitte stehen. Ja, wa? Was denn, bietet sich da an? Ja, das können wir tatsächlich machen. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. So, dann gehen wir hier wieder, ja? Wegrationalisieren. Hoi, ja. Keine Ahnung, ich bin ein Seemann und ich muss es singen. Richtig krass abgeheult, Alter. Die zwei Streifen lassen wir stehen, ne? Ja. Fieser Schornstein. Heilig. Nur sieht man jetzt die Katze nicht mehr. Heuball. 138 von 240, Junge. Fast voll. Sehr gut. Dann brauchen wir uns nicht mehr dieses Jahr drum kümmern um Futter. Glaube ich. Willst du noch was kaufen an der Ernte? Nee, wa? Ich doch, ich werde noch Pastinaken oder Kartoffeln. Geh mal gucken, wie teuer die sind und wie viel. Pastinaken! Pastinaken! Da gibt's nämlich Pastinakenschelle. Pastinakenschelle? Junge, wenn ich dich mit der Rübe prügel, dann hast du deinen Maul zu halten. So, Pierre, willkommen! Oh mein. Blumenkohl braucht 12 Tage. Das würde sogar noch kappen. Oder wir machen Kartoffeln, die wachsen in 6 Tagen. Wir machen Kartoffeln los. Wie viel haben wir Platz? So grob? 10, 20, 15? Warte. Also wir haben auf jeden Fall noch 20. Das sind 23. Das sind 24, 25, 26, 27, 28, 29, 28, 31. 27, 28, 29, 28, 31. Naja. Glaube ich zumindest. Bist du Jody? Hier ist Jody. Jody ist bei mir. Wo bist du? In der Stadt. Okay, ich halte sie fest. Ich halte sie fest. Ah, sie rennt weg. Nein. Wohin? Richtung Jojo-Markt. Nein. Ja, Jodi. Oh, danke. Sieht lecker aus. Wie sieht lecker aus? Ich dachte, du wolltest für ein Rezept haben. Trotzdem kann er doch lecker aus. Hier am Jojo-Markt ist die.
Ja, sie haben direkt am Schmied vorbei, wa? Nee, jetzt ist im Jojo-Markt drin. Der ist überm Schmied, ja. Ach, die will ja einkaufen gehen. Wieso geht die hier einkaufen? Bist du dumm? Schwertschelle. Schwertschelle. Du, ja. Nein, nicht Luigi. Ja. Fürs gelbe Curry. Geil. 31 Erbsen habe ich jetzt. Oh. Der Hof St. Peaches hat 15.000 Gold verdient. Neuer Erfolg. Insgesamt, Junge, insgesamt. Ja, ich weiß. Wir sind reich wie die Bauern. Ich würde tatsächlich sogar sagen, dass das eigentlich Pfennig sind oder so, die wir da haben. Das sind jetzt nicht 3.400 Dollar oder Euro oder so, sondern das ist eigentlich wirklich jetzt ein 34, 32. Bei Maru hättest du bei mir punkten können, die braucht Goldbarren für ihren Antrieb. Goldbarren? Ich habe kein Goldbarren, Junge. Bist du für Luigi? Wovon träumt die denn, Alter? So, ja, ich habe ihn schon gedüngt. Ja, ja. Gehen wir schnell noch Wasser holen. Und jetzt werde ich erstmal richtig abkartoffeln. Erstmal richtig schön die Kartoffeln stecken. Ja, hast du den vergessen. Was? Mit J, Junge. Schweinerei. So, schön die Kartoffel zwischen dem Blumenkohl, wie sich das gehört. Da habe ich noch 6 Blumenkohls übrig. Hä, wieso Blumenkohl übrig? Kartoffeln. 9 habe ich noch übrig. Ja, 6 Blumenkohl habe ich noch in der Tasche, die wollte ich noch verkaufen. Machen wir ihn jetzt? Haben wir noch ein Sechserfeld irgendwo? Neunerfeld meine ich, ein Neuner. Alle, komm, die heben wir auf. Ja, die Kartoffeln wären noch nicht schlecht. Nimm die Krippe aus dem Fach. So, jetzt noch eine Runde angeln, oder was? Kommst du mit auch an den See? Ja, das. Wenn du auf mich wartest, schmeißen wir noch ein bisschen was raus hier. Wenn wir jetzt angeln gehen, lasse ich den Rest einfach mal hier. Hast du wieder Fackel hingestellt? Du bist ja ein Fuchs. Was habe ich? Eine Angel hier. Ja, da, Feuer. Auf ja. Wiese. Oh, wollen wir hochgehen? Zum Minensee. Jetzt gucke ich ja mal rein. Und da drin ist nichts. Gut. Ja, okay, die Fledermäuse, die machen bestimmt noch Winterschlaf. Und bei dem Wetter, wie es heute ist, können wir so richtig angeln, sage ich dir. Ey. Da werden wir so richtig viel rausholen. Pass auf, wer die meisten Fische rausholt, der gewinnt den heutigen Angeltag. Yay, yay. Was ist denn hier, wird sich hier raus? Das Wet-Angeln. Mhm. Bist du? Ich will neben dir sein. Renne doch nicht weg. Alter, es reicht. Wir sind schon am See. Niemals! Also ich fange jetzt hier an mit Angeln. Putz. So, warte mal, ich mache mal ganz kurz Musik, vielleicht noch ein Stück leiser, oder? So. Geile Trance-Chill-Mugge jetzt beim Angeln. Engeling. Engeling. Was ist denn das hier für ein Chiller? Kaulbarsch, Junge. Jawohl. Nein. Da ist er mal kurz rausgeflutscht. Oh, Junge, was hast du denn da? Forellenarsch. Perfekter Forellenbarsch, Junge. 58 cm. Boah. Verdammt, Oschi. Boah, richtig. Dann können wir gleich mal gucken, was wir alles ins Buch kleben können danach. Ich glaube, es wird gar nicht so viel. Trevor! Nein! Trevor! Karpfen! Ich habe wieder einen Grundchiller. Junge, habe ich einen Kaulbarsch gefangen. 51, neuer Rekord. Junge, geht voll ab. Wird schon wieder dunkel. Mhm.
läuft schon wieder aufs Nacktangeln hinaus. Ein Grundschiller. Perfekt. Zack, Junge. Also wow. Aber immer noch kein neuer Rekord. Nee, du doofer Kackfisch, jetzt komm nach oben, du Wichser. Ja. Fuck, Mann. Scheiß Kackfisch, ich wollte den Schatz unbedingt haben, ey. Der hässliche Fisch, der hat gekackt. Na, Treffer. Grundschiller. Na, du Sack. Perfekt. Aber, nee, bei mir nicht mehr. Wow, Doppelkarpfen, Junge, deiner war dicker. Ja, 79 cm, deiner 69. Krass, dass wir gleichzeitig einen Karpfen rausgeholt haben. Das ist ganz schöner Zufall. Blum, blum. Ganz schön QL. Die QL, sag ich tot. Treffer. Ach, wieder so ein ja. Bodenbubs. Alter, boah, der ist ja richtig, der ist richtig. Tada. Junge, Kaulbarsch hier. Zwergwelt. Tatsächlich wieder ein neues Fischlein. So, bis 23 Uhr wird geangelt, habe ich gehört. Ja, von mir aus. Wie gesagt, hab ja jetzt schon einen Zwergwelt gefunden. Glaube ich, ein Nacktfisch. Kaulbarsch. Und dann gehen wir nochmal im Haus vorbei und kleben die Fische ein, oder wie machen wir das? Wenn wir das Haus beschaffen müssen? Klar. Dann mach heim. Freilich. Treffer. Oh! Was los? Perfekt. Geengelt. Zwergwelt. Oh, jetzt hab ich aus Versehen mit rausgeholt. Aus Versehen aufs Destiny gekommen. Okay, das ist jetzt der letzte Angelversuch, ne? Jetzt haben wir es 23 Uhr. Niemals! Ja, lass ihn noch zählen. Ich klacke schon die Türen. Was ist da unten mit dem Heiligenschein? Was? Ach so, das sieht bloß so aus. Komm schon, das wird der perfekte Engeling. Nein, du hast ja. Jawohl. Kaul Borsch. Aber gefangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und 8 Fischis. Ach, Karpfen. Ich hab 1. Oh, oh, jetzt wird's langsam spät. Ich glaube, wir müssen das mit dem Buch verschieben auf morgen. Du hast einen mehr als ich. Zack. Yeah. Obwohl. Okay. Ja, okay, dann scheiß drauf. Dann gehen wir morgen ins Buch. Lass uns morgen ins Buch gehen. Dann können wir alle doppelten Fischer schon mal verkaufen. Wo müssen wir ran? Hier oben, ne? Ja. Wer soll die Fische einkleben ins Buch? Wer macht das? Machst du das? Mach ich das? Gut. Weil dann, wenn du nämlich das kleben möchtest, dann schmeiß ich meine ganzen Fische zu dir rein. Jawohl, so machen wir das. Mhm. Aber machen wir morgen. Ich pack sie dir in eine Truhe. Ja, Ja, ist gefährlich hier, musst aufpassen. So, husch, husch ins Brettchen. Nein. Was ist los? Ist doch erst um eins. Ist doch erst um eins. Alles easy. Easy peasy, lemon squeezy. Jawohl, Alter, jetzt kann ich Hofarbeit Stufe 3 kann ich schon bauen, Malzgeier kann ich bauen, Geschwindwachs kann ich bauen oder ich kann ein Bienenhaus bauen. Jetzt werde ich gleich mal ein Bienenhaus bauen. Bienenhaus! Wie das geil ist das denn? Bienenhaus. Einen Tag haben wir noch, ne? Mhm. Ja, ich habe mir das jetzt gespart, einen Timer anzumachen, weil... Ja, ist irgendwie immer die gleiche. Immer zwei Tage. Das Bienenhaus, das braucht Holz, Kohle, Eisenbarren und Ahornsirup. Bäh. Hi, ich verkaufe Hüte. Okay, Stups. Komm zum altem Haus. Stups. Bring Münze. Hutmaus. Halt, noch ein Post. Hallo Mario. Warte mal, was ich gerade mache. Es ist so lange her, seit ich von dir gehört habe. Hier ist es genauso wie immer. Ich vermisse dich sehr. Alles Liebe, Mama. PS, ich habe einen Umschlag mit etwas Geld gefunden, das dir dein Opa hinterlassen hat. 500 GE beigelegt. K.
Krass. Cool. So, gießen da. Muss man halt nicht, ne? Hast du schon wieder geerntet? Heilig? Alter. Alter, deine Krähenscheuche hier unten hat schon 9 Stück verjagt. Echt? Ich habe 9 Krähen verjagt. Und hier oben? Warte mal. 2. Hä? Hey, krass. Krass. So, was geht ab? Du hast eine Truhe gepackt, Cäsar. Ich weiß nicht, ach, welches Makrele. Welches so. Goldene Ding man braucht. Das ist ein bisschen schade. Gehen wir ins Gemeinschaftszentrum. Mhm. Nee, was ich nämlich machen möchte, ist, weswegen ich mich immer beeile, das ganze Zeug zu ernten, damit meine Hofarbeit möglichst schnell hochgeht. Da, ich scheine ja jetzt gerade in dem Moment weiter zu sein als du. Ja. Der Medi-Stern nämlich relativ schnell hier dieses Marmeladending bauen kann. Dann bin ich die Marmeladen-Oma. Marmeladen-Oma. So, warte mal, wir haben. Das muss schon bauen. Von den Flussfischen nix. Nee, von den Nachtfischen nix. Seefische müssen es sein. Teichfische, jawohl. Haben wir 1. 2. Halt, das war der falsche, ich wollte den Wels. 3. Einer fehlt uns. Oh. Der hellblaue. Okay, wir brauchen. Wir brauchen 5 goldene Pastinaken, wir brauchen 5 goldene Melonen, 5 goldene Kürbisse und 5 goldene Mais. 5 goldene Mais. Dann können wir die anderen goldenen nämlich verkaufen. Und darum werde ich mich jetzt auch gleich mal kümmern, nachdem ich bei Clint meine Hacke abgeholt habe, meine Spitzhacke. Hol mal deine Hacke ab, ich werfe nochmal die Angel aus. Gut, mach das. Mach ich Teich, aber ich meine jetzt mal Fluss hier. Machen wir halt mal Flussfischer. Ich kann auch noch ein bisschen angeln, wenn ich das jetzt abgeholt habe. Hau mal ab, du blöder Bürgermeister, ich muss hier durch. Heiß und fettig. Perfekt, da ist der Fisch. Ui, Blaubarsch. Ist das Blaubarsch, der, den wir brauchen? Nein. Ah. Nein, wir brauchen ja noch einen Teichfisch. Okay, wir haben ja gerade am Fluss. Da gehe ich teichen. Geh mal teichen. Hallo. Hallo. Schwarzbarsch? Hat man ja schon mal. Hello again. Ah ja, der Emo kommt. Emo. The Boy. Wo denn der hin? Weiß ich nicht. In die Gruft. Max. Ja, liebe Freunde, jetzt wird ein bisschen geangelt. Nicht? Treffer. Ja, was, mein welcher Lieder. Fisch fehlt denn eigentlich noch? Wie sieht denn der, wie sah der denn aus? Was? Na, hellblau. Ah, dieser schmal und hellblau. Alles klar. Karpfen, der war es schon mal nicht. Ach, bestimmt eine Forelle. Oder eine Sardelle. Oder eine Sardine. Nee, oder die wachsen doch aber nicht im Fluss. Eine Florentine. Aber zu spät. Florentine. Nochmal raus und wieder rein. Oh, der ist bestimmt super. Eine Sardelle. Luigi sammel angeln. Huhu. Max. Okay, ich habe noch einen Schatz mit ausgegraben, der sich da nennt. Folgendes. Und zwar Köder. Nett. Was, Günther? Günther, ich habe Günther gefunden. Köder. Köder. Ach, Köder. Weißköder. Wie kannst du an die bessere Angel, kannst du die drauf tun? Perfekt. Eventuell könnten wir sie sogar schon kaufen. Schwarzbarsch. Bei Willy unten oder was? Mhm.
Na, warum machen wir das denn nicht? Zeitung. Nächste Folge oder was? Neue Angel. Nächste, neue Folge, neue Angel. Klingt gut. Neue Folge, neue Angel. Ja, das ist ja Plan. Das ist gut, wenn man einen Plan schon vorher hat, dann weiß man nämlich, was man machen muss. Und steht dann nicht einfach doof rum und überlegt dann, What should I do with the angebrochene day? Perfekte Angel, doch. I got a Blaubarsch, 64 cm. I got a Blaubarsch. That's just what I need. A little Blaubarsch. Algen, Junge. How horny is that then? How horny is that then? Das ein blauer Arsch. So, aber auf jeden Fall schon ein paar Fische. Wir sind im Inventory. Also wenn ich die alle verkaufe, gibt es wieder ordentlich Knack. Only Germans will understand. Of course. Fürste Sahne. Oh, it's, perfekt. Und perfekt geangelt haben wir einen Blaubarsch. 64. Junge, Kohle und Holz habe ich gefunden. Ne, das Holz will ich auch nicht. Cool. Naja, erstmal eine Grünalge essen. Yam, yam. Ich muss gleich mal gucken, wie viel Platz ich noch im Inventar habe. Oh, wo habe ich denn jetzt hier die Angel hingeworfen? Was ist los? Nein. Ah, schade. Oh, was war das denn? Das war mein Angelruf. Come on, du blöder Fisch. Sei mal nicht so fischig. Junge, da wächst mir noch ein Bart, Alter. Los hier. Da wächst mir noch ein Barsch. Ich kann dauernd irgendwelche Leute irgendwelche Türen zuschlagen. Echt, okay. Ja. Jawohl, ich hab ihn! Wen? Nee, hab ich nicht. Kaulbarsch. Der ist nicht blau, der ist grau. Naja, es kann ja. Achso, nee. Grau. Ui, ui. Nein, bei mir ist er angerissen. Also kein Kaulbarsch. Der war's nicht. Kaulbarsch. Jetzt werfe ich doch mal hier die Angel aus. Ja, schön über dem Ding hier. Da habe ich vielleicht mehr Glück. Ja, direkt eine Alge raus. Essen. Das hat sich ja dann gelohnt. Ja, was erwarte ich eigentlich, wenn ich hier Algen direkt über eine Alge angel? Was soll ich denn da rausziehen außer Algen? Ja, das ist natürlich die Frage. Echt, muss ich auch gleich nochmal probieren. Ich werfe auch mal dann genau auf die Alge. Treffer! Schwarzbarsch. Oh, wenn uns für euch weiß. Da kommt der Emo wieder, der geht wieder nach Hause. Im Regen, Alter, der liebt das. Haha, ich blockiere den Weg. Nix hier mit nach Hause. Da wird er aber gleich beleidigt und rennt weg, ey. Ja. Ja, was will er denn? Ich angel hier, oder? Kann er doch nicht einfach dumm von der Seite kommen und mich anstarren? Perfekt. Schwarzbarsch. Na gut, ey, mal angel ich jetzt noch, hab keinen Bock mehr. Max. Wie, du hast keinen Bock mehr? Was ist das für eine Einstellung? Ja, ne, ja, passiert nix. Doofer Fisch, kommt nicht. Das wird so ein Kaulbarsch. Also einen Fisch möchte ich mindestens noch rausziehen. Dann gucke ich noch mal schnell ins Gemeinschaftszentrum, ob ich noch einen abgeben kann. Ja. Vielleicht von den Teichfischen. Und dann... Jetzt wird's wieder Finsternis. Zack, perfekt. Den letzten Fisch und Mordbarsch. So. Schwarzarsch. Gemeinschaftszentrum. Jawohl, Treibholz, ne? Dann hat sich ja doch noch gelohnt. Siehst du, ich wollte ja hier mit Lea und wie die ist. Ich weiß gar nicht, wo die wohnen. Guck mal, habe ich direkt für den Flussfisch schon einen, ne? Zack. Na, dann hole ich dich ab. Ah, bei den anderen. Mal leider.
Ja, bei dem Teich für Fisch. Ich bin ja doof, ich hab doch inzwischen einen Rucksack. Ich hätte die Algen gar nicht essen brauchen. Hallo. Hallo. Ja, ist es bitte, lass ihn in die Bette gehen. Da hat man noch den ganzen Fisch verkloppen. Seetang. Naja. Ja, das werde ich auch machen. Ich werde den ganzen Fisch jetzt mal richtig schön in die Truhe hauen. Mario. Fisch. So, bin mal gespannt, was da rauskommt an Geld. Da. Kurz mal noch einen Wetterbericht gecheckt. Ja, mach nochmal. Das ist eine gute Idee. Eine Menge Pollen. Sie werden ihr Bestes geben, um jedem heute gut zu werden. Ins Bettchen. Komm auch gleich. Wait for me. Schnarch. So, mal gucken hier, wie das ausschaut jetzt. Fischen Stufe 2, Angeleffektivität und Herstellung Köder. Ich kann jetzt auch einen Köder bauen. Sehr schön. Ja, guck an. Alter. Ja, richtig hat sich das gelohnt, ne? 3742G. Was für ein Furst. Wer hat die Anmut gemacht? Ich weiß es nicht mehr, hab's vergessen. Ich hab's gemacht. Ich war das. Okay. Ja, Freunde. Und wie immer an dieser Stelle, ihr kennt euch aus, ist Feierabend vom Nikolaus. Was? Dafür ist es echt noch ein bisschen zu früh. Nein, alles klar. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, sagen der Bibi und meine Wenigkeit. Tschüss. Tschüss.